Hi Leute, was geht? Der heutige Vlog beginnt etwas fertig, sage ich mal. Es ist Donnerstagnacht oder besser gesagt schon Freitag früh. Es ist 1 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich bin gerade immer noch dabei, die Videos fürs Wochenende vorzubereiten und ich bin so müde. Oh, ich bin heute wirklich um 5 Uhr aus der Arbeit gekommen, habe noch den Rest aufgenommen. Dann bin ich ins Handballtraining um 8 Uhr, war dann wieder um 11 Uhr daheim. Und seitdem habe ich jetzt die ganzen Videos geschnitten. Die muss ich jetzt alle über Nacht rendern. Jetzt muss ich noch alle Thumbnails machen. Ich muss aber auch noch packen. Also ich glaube, ich komme erst um 2.30 Uhr ins Bett. Also ohne Scheiß jetzt, ne? Jetzt mal ganz, jetzt Real Talk. YouTube ist für mich gerade aktuell anstrengender als meine Ausbildung. True words. Aber ich mache es gerne, weil ich es mit Leidenschaft mache. Also ich werde jetzt noch 6 Thumbnails machen. Dann über Nacht muss alles gerendert und oh, ich weiß nicht, wie ich es im Hochladen mache. Vielleicht muss ich in Hamburg noch ein paar Videos einstellen. Es ist ja gut, also ich mache das jetzt noch fertig, höre dabei Musik und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen früh. Ich nicht. Ich auch nicht. Nee, warum hat man meine Stimme ist gefickt. Kehlkopfentzündung, irgendwelche Geschichten. Auf Antibiotikum, auf Cortison und so eine Geschichte. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich dachte, ich ziehe die Scheiße trotzdem durch. Anstatt irgendwas zu verschieben, ihr wisst Bescheid. Ja, 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 ja. Alle zusammen. Ich bin Hamann. Ich bin Hamann. Dicker, komm, roll ein Saruch. Ja! Gott sei Dank geht es uns gut. Ja! Dicker, komm, nimm noch ein Zug. Ja! Mach mal kein Stress, alles cool. Ja! Ja. Ja, du weißt, wo ich wohne. Wo du dein Grün ist, dein Weiß ist. Wo ist der Eier? Was habe ich überhaupt gekauft? Okay. Jo, Leute. Ich muss jetzt noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Ihr habt jetzt, glaube ich, genug Konzertausschnitte gesehen.
Es war krank. Es war, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Es war pervers, es war geil, es war, jedes Lied wurde des Todes gefeiert. Ja, meine Stimme ist dementsprechend am Arsch. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich gönne mir gerade eine wunderschöne Schokomilch. Es war krass. Es ist zwar erst, ich glaube, 9:30 oder so. Oder 10, irgendwie so, aber ich bin voll am Arsch, mein Kumpel auch. Wir pennen jetzt. Oder wir hören jetzt noch ein bisschen Mucke und pennen dann. Und morgen gehen wir dann durch Hamburg, kaufen uns ein paar coole Sachen, gehen lecker essen. Wird geil. Aber Hamburg hat sich jetzt schon definitiv gelohnt. Ich kann nochmal sagen, erstmal, ich bin nicht drunken Hübi. Ich bin eigentlich ziemlich nüchtern, muss ich sagen. Ich habe davor zwar ein bisschen was getrunken, aber seit Anfang des Konzerts nichts mehr. Also ich bin einfach nur wirklich durch dieses Konzert. Macht was aus eurem Leben so. Oder nutzt euer Leben. Es ist, ab und zu muss man auch einfach mal so verrückte Sachen machen. Das ist, sowas muss man mal erlebt haben, weil man dann erst so ein bisschen wieder weiß, wie es ist, wenn es mal ruhiger ist und so weiter. Also man muss alles mal miterlebt haben und Hamburg oder so Konzerte sind definitiv eine Erfahrung. Krass, echt krass, krass, krass. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, für die Hübi-Family. Es ist 10 nach 11. Auf der Reeperbahn. 10 nach 11 in Hamburg, Reeperbahn. Es ist einfach so voll wie in der größten Großstadt. Und es steht einfach der SLS mit Stuntlicht da. Einfach so. Hey Jungs. Ihr seid im Norddeutschen Rundfunk. Lieber nicht. Ich schwör auf alles. NDR? NDR. WDR? SDR. Süddeutscher Rundfunk? Ja. Wir wurden vom NDR als alles. Jugendreporter eingestellt. Ehrlich? Ja, ich schwör auf alles. SDR! Digga, wir wollen dich grüßen. Lukas vom Abitur, oder? Das heißt von Lukas. Lukas vom Abitur, wir grüßen dich. Von der GEZ bekommt ihr nur solche Kameras? Dicker, ja. Dicker, schau uns an. Welchen Club könnt ihr empfehlen heute? Club? Mondo. Läuft da Hip-Hop? Ja. Mondo läuft. Läuft da Hip-Hop? Digga, dann, okay, dann Superfly. Superfly. Unsere Freiheit. Ich würde raten, einfach mal ein bisschen abklappern. Einfach mal jeden ein bisschen mitnehmen. Weil, Digga, ganz im Ernst, du sollst Eintritt oder eventuell noch nicht pro Club. Hatte ich, will dich nicht aufhalten. Deine Jungs, deine Jungs. Also, Jungs, wir sind kommt noch gut rum. Digga, safe. Rein, Bruder. Genießt es einfach. Solange ihr es genießt, ne, ist überall gut. Egal, wo ihr hinkommt. Egal, Digga. Okay, die Mädels sind down wie Scheiße. Lass fotzen gehen. Die Palmen sind gold. In jedem Club tanzen sie zu ohne mein Team. Und Mama ist stolz. Die wieder meine Kohle mit Drogen verdienen. Haram oder Kiez, kommt aus der Röhre. Kein Plan, wo wir sind. Wir haben zwei Leute getroffen. Ein Softwareentwickler aus Deutschland und ein Brasilianer.
Ich habe keinen Plan, wo wir sind. In irgendeinem Club, in irgendeiner Seitenstraße. Don't know. Bruder, weißt du Bescheid? Ich weiß es nicht, trau mich nicht. Ich boxe mich der Baum um. Ihr wisst Bescheid. Yeah. UFO 361. Warum fragst du alle, ob sie UFO kennen? Ist doch scheißegal, ob sie UFO kennen, solange sie Bescheid wissen. Ihr wisst Bescheid. UFO 361.